Herzlich willkommen bei Schniederreisen, Ihrem Spezialisten für Nordeuropa und Irland. Die irische Küste ist zu Recht berühmt für ihre spektakulären Landschaften. Und seit April 2014 hat sie auch einen Namen, Wild Atlantic Way. So nennen die Iren nun den Abschnitt zwischen Kinsale im Süden und Malinhead im Norden. Und alles in allem ist dieser Wild Atlantic Way bis zu 2600 Kilometer lang und nahezu perfekt ausgeschildert. Kinsale ist ein malerischer Ort an der Südküste, geschützt an einer Bucht liegend. Sie finden hier viele Galerien, Restaurants und Pubs natürlich. Und von hier aus starten wir nach Westen, zuerst nach Malinhead, dem südwestlichsten Punkt der irischen Insel. An der oft besungenen Bantry Bay finden Sie das Bantry House. Von einem herrlichen Park umgeben lohnt es unbedingt einen Besuch. Ebenso Greenwich Island, gar nicht weit nördlich davon und mit einer kleinen Bootstour zu erreichen. Hier im Südwesten Irlands ragen fünf Halbinseln wie Finger weit in den Atlantik hinein. Die drei größten davon sind Beara, Iveragh und Dingle. Und diese drei wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen. Die Ausblicke sind oft spektakulär. Hier blicken wir zum Beispiel auf die Spitzen der McGillicuddy-Reeks, den höchsten Bergen Irlands. Die ein oder andere Passstraße liegt ebenfalls auf dem Weg und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Und dies hier mag wohl die berühmteste Tankstelle auf der Beara-Halbinsel sein. So richtig was zu holen ist hier nicht mehr. Kenmare an der Schnittstelle zwischen Beara und Iveragh-Halbinsel legt zu einem Päuschen ein. Die Iren lieben übrigens ihre Pubs. Und anders als bei uns sind sie ein geselliger Treff für Jung und Alt. Pubs haben in Irland eine lange Tradition. Und es ist völlig normal, dass man sich abends dort auf einen Schwatz trifft. Oder natürlich auch etwas früher. In vergangenen Zeiten hatten die Pubs nicht selten gemischte Funktionen. So wie hier zum Beispiel. Ein kleiner Markt ist kombiniert mit einem Pub. Unterwegs finden Sie übrigens ein reiches Angebot an unterschiedlichsten Unterkünften. Bed and Breakfast ist in Irland weit verbreitet und nahezu überall zu finden. Preiswerte Hostels bieten sich für Wanderer an oder für alle die, die nicht allzu viel Geld für eine Unterkunft ausgeben möchten. In den Ortschaften finden sich Hotels jeder Couleur und wer es sich richtig gut gehen lassen möchte, hat auch die Möglichkeit zu einem Schlossurlaub oder auf einem Landgut zu übernachten. Weiter geht es auf der Iveragh-Halbinsel mit dem berühmten Ring of Kerry. Bei Killarney finden Sie die Gap of Dunloe, die Sie entweder zu Fuß oder auch mit einem Pferdewagen durchstreifen können. Panoramastraßen Irlands bieten sich doch gerade hier oft atemberaubende Ausblicke auf den Atlantik und die Bergwelt. Aber auch Historisches kommt nicht zu kurz. Alte Steinforts, deren Alter niemand mehr bestimmen kann, frühchristliche Funde, all dies ist hier zu finden. Und der Wild Atlantic Way ist immer wieder perfekt ausgeschildert. An der äußersten Spitze der Iveragh-Halbinsel befindet sich noch eine Rundfahrtstraße, der Skellig Ring. Hier gelangen Sie nach Port Magee und auf die Insel Valentia Island, die Sie mit einer kleinen Brücke oder mit einer Fähre erreichen können. Von hier aus wurde übrigens vor über 100 Jahren das erste Transatlantikkabel nach Nordamerika verlegt. Es tat bis 1963 seinen Dienst.
und von Port Magee starten auch die Ausflugsboote zu den Skelligs. Auf Skellig Michael hatten sich bereits im 7. Jahrhundert Mönche niedergelassen, lebten hier ein bescheidenes Leben und trotzten Wind und Wetter. Sie widerstanden auch den Anstürmen der Wikinger, aber um 1100 gaben sie die Siedlung bereits wieder auf. Im Caribock Museum bei Glen Bay erfahren Sie viel Wissenswertes über den Brennstoff Torf und über das Leben der meist sehr armen Torfbauern. Im waldarmen Irland war Torf immer von großer Bedeutung. Noch heute wird er oft privat gestochen und teilweise gibt es auch noch industriellen Abbau. Wir verlassen nun die Ivora-Halbinsel mit einem letzten Blick auf die eindrucksvollen McGillicuddy Reeks. Unser nächstes Ziel ist die Dingle-Halbinsel. Das bunte Städtchen Dingle ist das Zentrum der gleichnamigen Halbinsel. Und berühmt ist Dingle nicht nur für seine lebendige Musikszene, sondern auch für Fungi, einen Delfin, der seit 1983 hier in der Bucht lebt und so sicher bei den Ausfahrten auftaucht, dass man sogar eine Geld-Zurück-Garantie erhält, falls er sich nicht sehen lässt. Eine Rundfahrt auf dem Slare Head, dem äußersten Zipfel der Dingle-Halbinsel, ist ein Muss. So spektakulär sind hier die Ausblicke auf den Atlantik. Aber es gibt auch ruhigeres, historisches zu sehen, wie zum Beispiel das Kirchlein von Kilmacedar oder aber auch das berühmte Galerus Oratory, ein Kirchlein aus dem 8. Jahrhundert, das bis heute wasserdicht ist. Über eng gewundene Straßen geht es schließlich auf dem Connor Pass, mit 500 Metern der höchste befahrbare Pass Irlands. Mit Ausblicken wird man sogleich belohnt. Sobald wir Dingle verlassen, geraten wir in ruhigere Landschaften, geprägt von Landwirtschaft, die den ein oder anderen angenehmen Stau verursacht. Sobald wir die breite Mündung des Shannon mit einer Fähre überquert haben, kommen wir in das County Clare. In Kilkee zum Beispiel verbringen auch Iren gern ihren Sommerurlaub. Und nicht weit davon entfernt weisen uns die Wegweise des Wild Atlantic Way zu einer der größten Sehenswürdigkeiten Irlands, den Cliffs of Moher. 200 Meter fallen sie hier senkrecht in den Atlantik und bieten einfach umwerfende Ausblicke. Ebenfalls nicht weit entfernt ist der Burren, eine Karstlandschaft geprägt von Kalkfelsen, die, so weiß man heute, sehr weit unterhöhlt sind. Bisher ist dieses Höhlenlabyrinth aber nur teilweise erforscht. In Dungeer Castle bei Kinvara können Sie, wenn Sie mögen, so richtig mittelalterlich schlemmen. Von Doolin aus starten wir zu unserer nächsten Station, zu den Arran Islands. Drei Inseln sind von hier aus per Boot zu erreichen und wir steuern die größte, Inishmore, an. Die Fahrt dauert gut anderthalb Stunden. Die Inseln sind eine geologische Fortsetzung des Burren und so war das Leben hier immer sehr karg. Kunstvoll schufen die Bewohner kleine Felder mit Abermillionen von Steinen. Diese Felder füllten sie mit Sand und Seetang auf und erhielten so kleine, fruchtbare Felder für das tägliche Leben. Direkt an den 100 Meter hohen Klippen liegt Dun Angus, ein vorzeitliches Fort, von dem niemand weiß, von wem es gebaut wurde und vor wem es schützen sollte. Ein beliebtes Mitbringsel von den Arran Islands sind die Arran Pullover, die Sie hier in Originalqualität erwerben können.
Kylemore Abbey ist heute ein Benediktinerinnenkloster und liegt traumhaft an einem See. Im Park und im Garten können Sie viel über den Anbau von Kräutern und Gemüse erfahren und haben nebenbei herrliche Ausblicke. Wir sind hier im Herzen von Connemara und einer der kleineren Orte, Linane, lädt zu einer Bootstour auf dem Killary Harbour ein, dem einzigen Fjord Irlands. Und auch hier werden Sie mit etwas Glück von Delfinen begleitet. Die wildromantische Landschaft Connemaras gehört ganz sicher zu den schönsten Irlands. An der Clew Bay liegt wiederum der Crowpatrick, der heilige Berg der Iren. Der nationalheilige Patrick soll hier im Jahr 441 40 Tage lang gefastet haben. Und heute pilgern alljährlich Tausende von Iren am letzten Juli im Sonntag hier auf den Gipfel in fast 800 Meter Höhe. Diese kleine Schalltafel ist eine moderne Form des Gedenkkerzenanzündens. Hinter Westport beginnt auf einer ehemaligen Bahntrasse ein wunderbarer Radweg nach Eccle Island. Nach gut 40 Kilometern ist die einsame Insel erreicht, auf der einst Heinrich Böll in den 50er Jahren sein berühmtes irisches Tagebuch schrieb. Auch hier ist die Landschaft schlichtweg überwältigend, auch wenn wir möglicherweise so manches Schild in ihrem Sinne nicht verstehen. Durch die einsame Landschaft des County Mayo erreichen wir bald Sligo und kurz danach das Grab von William Butler Yeats, an dem gern ein Stopp gemacht wird. Und von hier hat man auch einen wunderbaren Blick auf den Tafelberg Ben Balben. Kurz darauf erreichen sie Ballyshannon, wo sie eine lebensgroße Statue des Gitarristen Rory Gallagher entdecken, der hier geboren wurde. Und ebenso bald ist auch Donegal erreicht, im County Donegal. Und versäumen Sie nicht einen Besuch der Burg Donegal. Mit über 600 Metern gehören die Slieve League zu den höchsten Klippen Europas. Etwas ruhiger geht es dagegen in Glen Columbkill zu. Hier sollten Sie das kleine Museumsdorf besuchen, in dem die Lebensweisen früherer Jahrhunderte sehr deutlich gemacht werden. Hatte man schon im County Mayo den Eindruck, dass es kaum noch einsamer werden kann, so wird man in Donegal eines Besseren belehrt. Aber dennoch gibt es auch hier noch genug zu sehen. Kleine Burgen finden sich am Wegesrand und ebenso interessant ist ein Besuch im Famine Museum ganz im Norden Donegals. Hier geht es um die große Hungerkatastrophe Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es ist eindrucksvoll zu sehen, wie hier so mancher noch bis Mitte der 80er Jahre gelebt hat. Sind wir auch schon am Ziel unserer Reise. Melinhead ist erreicht, der nördlichste Punkt des Wild Atlantic Way, der nördlichste Punkt der irischen Insel. Auch hier wieder spektakuläre Ausblicke auf den Atlantik und zum Abschluss können wir uns einen leckeren Kaffee bei Dominic gönnen, der mit seinem rollenden Bamba-Kaffee hier einen krönenden Abschluss setzt. Gesprochen hatten wir noch nicht über die Möglichkeiten, wie Sie hier reisen können. Selbstverständlich können Sie eine unserer Gruppenreisen nutzen, Sie können eine Mietwagenreise unternehmen oder auch so vornehm wie hier gezeigt in einem Oldtimer unterwegs sein. Mag es ein kleiner Roadster sein oder eben auch ein Jaguar E oder einige andere Modelle, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Motorradreisende können auf unsere BMWs zurückgreifen oder auch einfach ganz klassisch auf unseren Royal Enfields die Insel erkunden. Für Gesprächsstoff ist beim nächsten Stopp am Pub damit auf jeden Fall gesorgt. Und ich verrate Ihnen ganz zum Schluss, dass ich den Wild Atlantic Way mit dem Fahrrad abgefahren bin.
ein Riesenspaß auf 1750 Kilometern. Unglaublich viele Eindrücke, unglaublich viele nette Begegnungen. Und wenn auch Sie Lust haben, nach Irland zu kommen, dann würden wir uns freuen, wenn wir Ihnen dabei helfen können. Informationen finden Sie unter www.schnieder-reisen.de. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.